Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Unsere nächste Mission heißt Auf und Ab. Steht hier, genau da. Und wir fangen an. Mit dabei ist natürlich wieder der Frost. Moin. Und gehen wir mal auf und ab, oder? Lassen wir mal auf und ab. Das Ganze. Ach, schlechte Wortwitze incoming. Sowieso. Ui. Ruckelt das bei dir auch so krass? Unsere DNI-Verschlüsselung ist nicht mehr sicher. Jeder Kontakt mit dem WA könnte die Operation der Alliierten noch mehr gefährden. Ab jetzt wird der Stecker gezogen. Wir sind auf uns gestellt. Wir wissen, dass Taylor nach Überlebenden des Geheimprojekts sucht. Sebastian Krüger ist abgetaucht. Verbleib unbekannt. Dr. Salim hingegen ist am Leben, und zwar in Kairo. Unsere Freunde der ägyptischen Armee haben ihn in der Ramses-Station. Einer der wenigen Orte, die nicht in NRC-Hand sind. Wir müssen also Dr. Salim finden. Wir wissen, wo er ist. Ach, wir wissen, wo er ist. Genau. Beim ständigen Auf und Ab ist zu äußerster Vorsicht zu raten. Ramses Bahnhof, Ägypten. Hey, bist du noch da? Ja, ich war nur ganz kurz weggetreten. Ist eine gute Idee. Wir haben eine schlechte Lage gegen eine andere getauscht. Ja, zum Glück habe nicht nur ich ein Déjà-vu. Hey, guck mal da oben, es leuchtet. Der Captain war verloren im Posten. Taylors Daten helfen dem NRC beim Anvisieren strategischer Schwachpunkte der ägyptischen Militärverteidigung. Sie machen schnell Boden. Ja. Da ist ein Ausknopf. Wo? Ich will den drücken. Wo ist er oben? Bei dem blinkenden Teil. Hoffentlich redet dieser Doktor bald und verrät uns etwas Hilfreiches. Wo ist der roter Knopf? Das will drücken. Man versteckt sich nicht in Kairo. Oh, außer man ein Teddybär. Hier ist ein Mops. Also, der Hund Mops. Lieutenant Kali? Was? Wo? Also, da. Wir haben euch erwartet. Wir haben den Gefangenen. Danke für die Hilfe. Oh Mann, wird so langsam. Wir können ja gar nicht existieren. Schön, dich zu sehen, Khalil. Wir hatten auf Verstärkungen gehofft. Drohnen, Roboter, Munition. Irgendwas. Hey, ich werde die Treppe hochgeschoben. Die Ressourcen des Winslow-Abkommens sind infolge des Geheimnisverrats überfordert. Aber wir haben größere Probleme. Hier ist Murat. Der Gefangene hat vielleicht Informationen über die Männer hinter dem jüngsten NRC-Angriff. Wenn wir sie fassen können, können wir eure Armee mehr unterstützen. Der rennt weg. Hey, Murat! Direkter ausgedrückt ist die Lage für uns alle beschissen. Ihr braucht Hilfe? Stellt euch an. Zum Glück konnten wir Dr. Salim vor dem NRC-Angriff festnehmen. Seid gewarnt. Wir können seine Sicherheit nicht viel länger garantieren. Oh, Kane aus dem Weg. Keine Angst. Ich brauche ihn nicht lange. Unsere Ausrüstung ist zu schwach für die NRC-Roboter. Wie ist Ihre Einsatzstärke? Weniger als 1000 Mann. Ein Dutzend Panzerfahrzeuge und eine Vitol-Staffel. Wichtige Vorräte sind knapp. Wie haltet ihr das nur durch? Bedankt euch bei Raúl Menéndez. Was? Raúl Menéndez war ein selbstherrlicher Heuchler, der dachte, er könne die Welt verbessern, indem er alles zerstört. Seit den Angriffen von 25 bilden die Nationen des Winslow-Abkommens ein Drohnenabwehrbündnis. Hier ist noch ein Teddybär. Ja, warte mal. War Menéndez nicht der aus dem vorherigen Call of Duty Black Ops? Direktenergie-Antidrohnensysteme schützen weiß alle nicht. Wichtigen militärischen, war das nicht auf denen, den wir zusätzlich in der allerersten Ziele der Mission gerettet haben? Die Dads sind der Grund, warum wir noch hier sind. Nein. Kann sein, nur das ist nicht Menéndez verdient. Doch was geben. Der Penner hat bekommen, was er verdient. Munition halt. Nein, Raúl Menéndez war, glaube ich, der den Flugzeugträger gekapert hat. Im vorherigen Call of Duty. Eine temporäre Überwachung an. Oh, keine Zugang Ahnung. Zum WA-Kommando fehlt, aber ihr könnt unsere Systeme nutzen. Der Doktor befindet sich in unseren Verhörräumen. Ist eine unsichtbare Wand. Vielen Dank für die Unterstützung, Lieutenant. Danke. Okay,
Darf ich jetzt auch mal einen Satz zu Ende bringen? Nein? Nein. Natürlich nicht. Doch. Okay, verhören wir den Doktor, oder? Nein, die Tür ist zu. Und ich werde geportet. Es ist mir völlig egal, wer Sie sind. Sie halten mich ohne Grund fest. Und ich möchte sofort mit einem Rechtsvertreter reden. Der bin wohl ich. Setzen Sie sich! Ich mach das. Geh ruhig. In Ordnung. Er soll fortfahren. Diese Männer hier. Kennen Sie die? Kennen Sie sie? Nein. Nun, die kennen Sie. Zumindest wollen Sie es. Sie haben für die Biotech-Firma mit Namen Coalescence gearbeitet. Genauer gesagt, das CIA-Geheimprojekt überschreitet seine Grenzen. Das ist schon sehr lange her. Eine halbe Ewigkeit. Wirklich? Nun, die Vergangenheit holt sie ein. Sie schweben in höchster Gefahr. Das NRC legt Kairo in Schutt und Asche. Und diese Männer wollen sie wahrscheinlich tot sehen. Nun, als ihr rechtlicher Vertreter empfehle ich volle Kooperation bei dieser Untersuchung. Ich war Verhaltenstherapeut für die Testsubjekte des Projekts. Diese Testsubjekte in Singapur? Waren sie Freiwillige? Der Klang ihrer Stimme lässt keine Zweifel, worauf sie hinaus wollen. Genauso wenig Zweifel habe ich daran, dass sie die Antwort auf ihre Frage bereits kennen. Ich habe noch eine Frage. Hey! Hendrix, zurück! Was ist der vereiste Wald? Scheiße! Vielleicht sollte Kane dich doch untersuchen. Hör zu, wenn ich eine Untersuchung brauche, frage ich den Doktor. Kane, womit haben wir es zu tun? Das NRC mobilisiert Truppen in der ganzen Stadt. Sie sammeln sich an Schlüsselstellen rund um den Bahnhof. Das ist ein Angriff. Zeigen wir es ihnen. Also, dass sie nicht zum Tee trinken vorbeikommen, war mir fast klar. Ich weiß nicht, wäre doch auch schön. Ja, sich mal nicht gegenseitig die Rübe wegzuschießen, oder? Fangen wir an. Hey, Freunde, wollen wir Tee trinken? Ich glaube, das ist der Mann. Ja, holy shit, die Dinger sind mies. Bist du sicher? Ja, laufen wir halt jetzt durch. Schuss. So, was erwartet uns an Gegnern außer wild gewordenen Kreisen und hässlichen Robotern? Noch mehr hässliche Roboter. Das habe ich mir fast gedacht. Wild gewordener Kreisel. Ja, ouch. Wie kommt das denn her? Wow. Fickt euch, ihr Mistviecher, ich muss nachladen. Das scheint einen davon erwischt zu haben. Schade, dass man diese zwei Füße nicht kontrollieren kann. Nein, jetzt bloß nicht abkratzen. Ja, aber das wäre doch zu einfach. Aber es wäre total cool. Aua. Ich geh drüber, Bärmchen. Boah, teilen die Viecher aus, das ist ja nicht mehr feierlich. Party time. Gesichert, das war der letzte. So. Kane, verbinde uns mit dem ägyptischen Kommando. Ramses, das sind mal Kabel. Das Ziel ist der NRC-Konvoi Richtung östlichem Kontrollpunkt. Ankunft in einer Minute. An alle Notfallverteidigungseinheiten, die Position verstärken. Verstanden. Benötigen Vitol-Transport, um die Trucks rechtzeitig jetzt zum Kontrollpunkt so eine versteckte zu bringen. Ecke, bestätigt. Vitol-Transport auf dem Weg. Hier gab's was. Wir haben's auch mal aufgehoben. Also hier gab's ein Sammlerstück. Wir gucken nochmal ganz kurz durch. Hier ist wieder so eine Ecke, die so aussieht, als ob hier was sein muss. Okay. Weil man hier normalerweise nie hingeht. Und da ist nichts. Das ist wirklich immer doof. Das ist enttäuschend, ne? Da sind wir hochgekommen.
Hier würde es rausgehen, wenn keine unsichtbare Wand wäre. Hier schwebt was in der Luft. Lustig. Oh, was? Oh. Der Scheinwerfer, der bewegt sich sogar. Siehst du das? Der bewegt sich nach links und rechts. Kannst du sogar anschieben. Tatsächlich. Stimmt, von dem Tisch. Ist gut möglich, ja. Oh, hat's den dahin getackert. Oh. Gehen wir? Jo. Alles klar. Den Splitter haben als Andenken, gib her. Wir müssen uns beeilen! Ich will da hinten einsteigen. Nix gibt's. Rein da! Ja, ich versuch's. Jetzt. Ja, das ist, wenn ich einsteige, kannst du nicht. So was Blödes. Wichtige Positionen, darunter die Metrotunnel unterhalb des Kontrollpunkts, sind vermint. Sprengung ist der letzte Ausweg. Das ist nicht unser Krieg, Lieutenant. Wir wollen nur unseren Gefangenen. Verlieren wir den östlichen Kontrollpunkt, gibt es keinen Gefangenen. Kommt die mobile Wand wieder? Oh ja. Und es hat gerade so unschön geruckelt. Wird's wahrscheinlich auch beim Wandaufstellen. Verdammt! Was war dein Plan, Pfadfinder? Die Stachelwerfer können ganze Gebäude zerstören. Wir wollten damit die Tunnelpfeiler schwächen. Aber die Mauer stürzte ein, bevor die Trucks in Position waren! Ladies! Ich sage, wir bleiben bei Plan A. Klingt gut, oder? Ja. Männer in Position! Jetzt! Geil ist, wenn ein Frauencharakter erstmal brüllt, Ladies. Unterstützungsfeuer! Beschießt die! Gönnt ihnen bloß keine Pause! Los, los, los! Im Taktikmodus habe ich mal wieder fast vergessen. In Position der Stützpfeiler. Ich brauche Zeit. Systeme beschädigt. Muss mit dem Auge suchen. Wir haben keine Zeit. Das ist wohl richtig. Rüber zu dem Kampfwagen. Okay, habe den südlichen Stützpfeiler gefunden. Okay, irgendwo dahin. Wow, Sniper. Gib mir den Arsch frei. Moment. Wo bist du? Ich seh dich. Okay. Da haben wir Stachel in den Boden. Ich seh's. Okay, hau raus. Explosion bestätigt. Nachladen. Gehören die jetzt. Alter, was machen denn die Bots gerade für einen Scheiß? Noch zwei im Norden. Sende Koordinaten. Verstanden. Hendrix. Okay. Deckung. Roboter. Warte mal, ich schnapp mal kurz eine Drohne. Hab schon eine. Perfekt. Aber das heißt, wenn wir beide eine Drohne haben. Oh, das ist eine Raketendrohne. Auch gut. Wenn wir beide eine Drohne haben, können wir immerhin mal aufräumen. Danach das stimmt. Das stimmt wohl. Bei dir fliegen jede Menge Drohnen rum, so. Diese. Geh weg, du Nervige. Meine Drohne ist sowieso gleich. Meine ist futsch, ich gehe den Stachel platzieren. Ich halt mit der Drohne im Rücken, Feuer, sehr gut. Ja, super, jetzt hat's mich fast erwischt. Ja, meine Drohne hat zerlegt. Hast du einen Stachel? NFC-Verstärkungen in 5 Minuten. So. Jetzt räumen wir da mal noch schön auf. Verrecken dabei vielleicht nicht. Komm, wir gehen langsam auf die andere Seite. Ich muss noch kurz nachladen, Sekunde. Ich hab grad gedacht, das sind diese scheiß Motorrad-Dinge. Noch zwei. Okay, gehen wir rüber. Ich geh. Okay, platziert. Weg. Ja,
nachladen. So, last but not least. Auf geht's. Ach, hier ist ja kaum was los. Das ist ganz locker. Easy. Papiere. Ah, schlechter. Okay. So, mal raus. Noch einer. Einer. Noch einer. Das war's. Das war's. Ja. NRC-Verstärkungen nähern sich. Ankunft in einer Minute. Ab zur Mauer. Oh, die Granate ist jetzt doch ein Bruch hier. Ah, nee, halt, da ist noch einer. Was? Da ist noch einer? Hast du nicht gesagt, das wär's? Achtung! Motorräder. Ich hab drauf geschossen, hab's nicht getroffen, es ist mir in der Fresse explodiert. War nicht so geil. Halt mir den Arsch frei. Ich arbeite dran. Ist nicht ganz so einfach, hier ist einiges los. Platziere. Im Moment bin ich nämlich unverwundbar. Okay. Okay, das wäre geschafft. Hochjagen! Rauf da, ich gebe Deckung! Wir zünden, oder? Ja. Host überspringt die Szene, so geht's aber nicht. Es gibt ein Problem! Was jetzt? Ich hab es! War nur, weil ich noch geklickt hatte, während du in die Cutscene rein bist. Sprengen sofort! Auf Drogen. Ultra. Michael Bay wäre stolz. Entschuldigung, ich musste niesen. Danke. Ich werde es nicht vergessen. Gerne. Können wir wieder zum Gefangenen? Nope. Verstärkungen beim Safia-Platz. Nein. Ich glaube nicht. Abdin-Palast. Sie suchen einen anderen Weg zum Ramses. Gebiet ist sicher, Lieutenant. Treffen uns auf dem Platz. Verstanden. Oh, ist das finster hier. Ah, jetzt. Warte mal eine Sekunde, bei mir laden die Texturen gerade so irgendwie aus, nicht. Sie uns vom Bahnhof fernhalten. Aber warum? Da schwebt ein Stein. Halt! Ich glaube... Da schwebt ein Stein. Angriff, Durchbruch auf der Kiste. Nö, bei mir Kane, nicht. Kane, geht es dir gut? Es war Taylor. Sie haben Dr. Salim. Kane, wie hat Taylor Salim gefunden? Woher wusste er, dass wir ihn haben? Verheimlichst du uns irgendwas? Warte mal. Sie sagt die Wahrheit, Henry. Ja, richtig, das ist mir auch gerade aufgefallen. Bist du es? Ich weiß nicht, was zur Hölle hier los ist. Kommen wir da hinten rein? Du weißt alles. Du weißt es nur noch nicht. Schade. Kane, kannst ich hätte du ihn wetten ordnen? Können, dass er irgendwas ist. Nicht von hier. Kehre zurück zum Unterschlupf. Ah, hell. Ja, hier ist die Hölle los. Boah, teilt halt aus. Okay. Wo geht's hier lang? Der Talon wurde gehackt. In Deckung! Vorsicht, sie haben ihn erwähnt. Hell. Ja, ging mir genauso. Das sind gar nicht viele. Das da, 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 da. Ich glaube, ich habe was gefunden, wo was sein könnte. Siehst du meine Drohne? Ja. Kommst du da die Wand hoch? So da hinten rein? Da, wo dieses blaue Gerüst ist? Moment, ich muss einen Weg nach oben finden. Ich hab was. Ich hab's. Hier. Moment. Drohne, mach den Abflug und ich komm dazu. Ich bin unterwegs. Ich krempe. Wo ist mein Zelt? Scheiß Camper. Fehlt nur noch ein Stofffetz. Ach so, hier geht's ja gar nicht runter. Ich hab gedacht, da könnte man runter. Ich bin halt genau. Da. Auf dem Offiziersschwert. Hab ich das jetzt als Nahkampfwaffe? Bin wär's, ne? Ja, wäre richtig schön. Ach, das ist ein Verbündeter. Ups. Ja, ich hab auch erst mal vorsichtig gezielt.
Was? Die halten schon durch. What the hell? Wo kam das denn jetzt her? Über uns. Ah. Du hast schon eine? Ja. Ich hab noch keine. Hier fliegen noch ein paar, also wenn du dich beeilst, kriegst du noch welche. Ich muss dich verabschieden. Hab eine. Mit diesen Drohnen macht das richtig Spaß, ne? Ja. Mich hat's abgehört. Weil du kannst nicht so leicht abnippeln. Ja. Du bist viel mobiler, hoppla, aber du kannst dich im Gebäude verkeilen. Ich bin gerade durch den Boden geglitscht. Okay. Ja. Was schießt hier? Ich glaube, es geht los. Schießt er einfach aus dem Fenster. Ich sehe dich jetzt leider nirgends rumrennen und es hat gerade kurz. Oh Gott. Okay, die Drohne ist Geschichte. Ich komm zu dir, da müssen diese kleinen laufenden Roboter sein. Diese kleinen fahrenden Roboter. Ich hab schon einen. Du hast schon einen? Nein, ich hab keinen mehr. Ich hab eine Granate nach mir geworfen. Ja, Kybernetik nicht verfügbar, jetzt geht's. Hab einen. Den wollte ich. Du kannst eine Drohne haben. Schnell, sonst muss ich sie abschießen. Oder so. Jetzt habe ich die Fähigkeit ready. Okay, da sollte man vielleicht nicht runterfahren. Okay, das war's, du kannst. Alter, hat er mich gerade weggepusht. Ich hab's gesehen. Du hast gerade einen Verbündeten umgefahren. Passiert. Au! Warn mich vor, ich stehe hinter dir! Du hast gemerkt. Sagen wir es mal so. Komm mal her, guck mal den Bein an. Das hast du angerichtet. Nein, das war ich nicht. Doch, ich hab's genau gesehen. Nein, das war ich nicht. Ich bin unschuldig. Wärst du mir sein Bein ab? Entschuldigung. Systeme immer noch im Eimer? Systeme immer noch im Eimer. Verbündeter. Suche Lebenszeichen. Das Lebenszeichen reicht mir. Greife an. Ja, los, Hendrix. Mach hier, hin. Hier. Hey, doch, was ist hier, 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 hier? Das hab ich doch schon. Hier. Nein. Oder? Hast du das? Oh nein, aber hier habe ich schon mal was aufgehoben, das weiß ich. Ja, das wolltest du aufheben in dem Moment mit der Tür. Ach so, genau. Machst du auf? Ja, ich versuch's gerade, aber irgendwie, warte mal. So, jetzt. Jetzt geht's. Okay, ich mach mit auf. Eins, zwei, drei. Hey, Mann, lebt da drin noch jemand? Verbündete, kommen rein! Langsam, das Ding hängt am seidenen Faden. Wow, 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 nicht schießen! Freunde, Winslow-Abkommen! Aha. Ich habe den Grund für den Absturz gefunden. Helfen Sie mir, bitte. Scheiße. Wenn ich möchte. Okay, ich werde sie bewegen. Nicht wie raus da! Oh, mein Gott. Der Pilot ist tot. Scheiße, komm schon, wir müssen los! Ich hasse ASPs. Ich hab jetzt was im kleinen Roboter. ASP. Meine ich doch. Hab ich ihn. Oh, das ist verbindet, wenn ich dann vielleicht nicht umfahre. Ich mach dir mal die, wie auch immer auf. Ich hab keinen Raketenwerfer. Ich hab Raketen in meinem kleinen Dröhnchen. Wenn wir außer einen haben, finde ich die. Fahren hier rum, sind hier rumgefahren, mein Bruder. Mir hat's jetzt meinen gerade zerlegt, leider. Ja, hinten blockiert, warum? Ah, hier, jetzt Raketenwerfer.
Nein, 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 jetzt nicht auch noch eine Granate. Oh, ich hab einen. Ich mach's altmodisch. Was zur... Sind die zu blöd, mir den Rücken zu decken? Ist okay, ich steh wieder auf. Egal, die Drohne hat's gerade eh zerlegt. Okay. Oh, wenn du eh wieder aufstehst? Ja. Kann ich halt nur einmal pro Mission. Wusstest du, dass du das auch upgraden kannst? Ja, hab ich glaube ich schon. Da sind noch kleine Roboter. Mein kleiner Roboter. Aha, ich hab einen umgefahren. Nicht mal einen Raketenwerfer. Ich habe einen eingesammelt. Okay, das System ist wieder online. Okay, jetzt heißt es draufhalten. Der ist kaputt. Ich will aber trotzdem draufhalten. Kann ich eigentlich auch? Ich fahre mal meinen Roboter in Sicherheit. Nicht noch eine. Kein Sichtkontakt hat nichts zu heißen. Aua! Ich hab sie gefunden! Warum kriegt die kein Damage von meinem Roboter? Vom Raketenwerfer. Bum bum. Bum bum, mein Roboter ist gleich im Eimer. Jetzt ist er im Eimer. Aber da fahren hier noch zwei rum, das heißt... Sobald die Kybernetik wieder verfügbar ist. Da kommt noch einer. Noch eine Alt. Okay. Hier bin ich ihr Blechblitz. Die Dinger halten bei mir irgendwie immer nur 2 Sekunden oder so. Ja, ganz hinten. Weiter. So, jetzt ist das System wieder online. Hab schon wieder. Und mach Bumm. Und sie ist schrott. Nein, 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 nein. Oh, dieser Todeskreisel ist gerade voll an mir vorbeigerollt. Das ist... Das war gut. Ich weiß, der wollte auf mich. Ich stand hinter dir übrigens. Warte. Keine Zeit zu verschwenden. Na los. Nein. Wir haben was übersehen. Was übersehen? Wo ist das Dead-System? Dead-System offline. Wiederhole. Dead-System offline. Haben wir auch gemerkt. Scheiße! In Deckung! Wolltet uns doch helfen. Stattdessen haben wir Ramses und bald ganz Kairo verloren. Khalil, es ist nicht zu spät. Das sind Verräter. Sie hören nicht auf, dem Feind zu helfen. Wir schlagen zurück. Ihr wisst noch nicht mal, wo sie sind. Kane, was ist mit dem Sender? Finden wir damit Salim? Das Signal ist stabil. Ziel bewegt sich südlich von Kebeshe. Verstanden. Treffen uns im Unterschlupf. Hoffentlich kann ich dir vertrauen. Gibt es einen Grund, dass ich erst jetzt von dem Peilsender erfahre? Haben Kane und du jetzt schon Geheimnisse? Ganz ruhig, Hendrix. Dein Kopf ist seit Singapur nicht mehr ganz klar. Au. Pussy. Kane hat das nicht entschieden. Ich war's. Wir haben eine Chance. Mit Salim finden wir auch Taylor.
Trotzdem war es nicht richtig. Ich habe nur meine Zweifel an dieser verdammten Mission. Ja, ich verstehe. Aber wir haben einen Job. Ich weiß. Es scheint nur falsch. So, das war die Mission auf und ab. Und auf? Es ging auf und ab und hin und her und links und rechts. Hoch und runter. Und hoch und runter. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir gucken uns gleich noch die Stats an. Wie immer. Ja. Witwenmacher, Kampagnendekoration. Ah ja, okay. Und der Tod kommt von oben Auszeichnung. Interessant. Einsames Stück fehlt noch. Ja, bei mir fehlen noch zwei. Ja. Okay. Hast du das Poster? Ja. Bitte? Hast du das Poster? Das Poster habe ich, ja. Okay. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss.